Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Wir schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los. Der Fußball war schon damals famos. Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft steht. Die Spieler sind auf jedem Gegner, heißt er noch in England. Mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Wänden. Und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater. Und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater. Sehr spannend heute und sehr abwechslungsreich und in meinen Augen auch sehr ausgeglichen. Darf ich doch gleich mal eine Einschätzung, lieber Daniel, von dir hören. Ja, danke. Erstmal gratuliere auch zum ersten Tabellenplatz, Guido. Ja, leider muss ich sagen, bin ein bisschen enttäuscht heute über das Ergebnis. Ich glaube, wir haben dafür, dass wir ein Aufsteiger sind, hier ein äußerst starkes Spiel abgeliefert. Waren doch sehr balldominant im ganzen Spiel, haben gute Torchancen uns rausgearbeitet. Leider sind wir nicht belohnt worden. Wir sind halt, wie jeder gesehen hat, mit einer Standardsituation und mit einer kleinen Abstimmungsproblem in das Spiel gestartet, bis zu 1-0 zurück. Aber ich glaube, die Moral meiner Mannschaft bricht es nicht, sondern wir haben dann richtig erst angefangen. Erste Halbzeit sehr gut gespielt, noch gute Möglichkeiten rausgeholt und auch verdientes 1-1 gemacht. Dann zweite Halbzeit, wir wollten vorne draufgehen, wir wollten Druck machen und wir wollten das Spiel hier gewinnen. Ich fahre nirgendwo hin, um Spiele unentschieden zu spielen oder um irgendwas zu verteidigen, sondern wir wollen nach vorne Fußball spielen, das ist unsere Philosophie. Ich will Ballbesitz haben, ich will dominant sein. Egal, ob das heim oder auswärts ist. Und
Schade ist nur einfach, dass wir nicht dafür belohnt worden sind. Der Elfmeter war am Schluss verdient, war eine dumme Aktion von unserem Innenverteidiger, somit ganz verdient gepfiffen. Ja, leider wirst du dann auch nicht belohnt, dass mal dann was vorbeigeht oder der Torwart was hält und du wenigstens mit einem blauen Auge einen Punkt dann hier weggehst. Somit muss ich Guido gratulieren zum Sieg. Schmeichelhaft, aber am Schluss ist im Fußball nicht mehr alles gerecht, sondern am Schluss hat der gewonnen, der mehr Tore schießt. Fertig. So, jetzt will ich gar nicht weiter aufhalten. Jetzt darf unser Coach das Wort ergreifen. Ganz oben von der Tabelle sozusagen. Lieber Guido, deine Einschätzung. Ja, grüß Gott miteinander. Danke Daniel auch für deine Einschätzung. Natürlich ist unser Spiel, was wir heute hier, ja, wir wussten von Anfang an, dass das hier ein ganz schweres Spiel wird. So war es auch. Die Garchinger sind natürlich eine Mannschaft, die unwahrscheinlich drauf geht, presst und läuferisch stark ist, gute Individualisten hat, gute Standardsituationen hat. Wir haben uns darauf eingestellt, wir haben so mal ein bisschen akribischer, noch akribischer darauf eingestellt. Und wir haben einen guten Start gehabt in das Spiel. Wir sind schön in die Führung gegangen. Wir haben dann auch weiter das Spiel ein bisschen bestimmt. Wir wussten aber auch immer, dass sie immer gefährlich sind im Flügelspiel. Ja, bis dann irgendwann mal einmal diese Situation dann geklappt hat und wo dann einer nicht richtig oder Mannschaftsseite nicht richtig umgeschalten haben. Dann war dann Überzahl am Flügel und das haben sie natürlich clever gemacht und haben sauber abgeschlossen. Dann war das 1-1, was auch dann auch zu rechtens war überfällig. Und ja gut, in der zweiten Halbzeit, wir haben uns da eigentlich ein bisschen was anderes vorgestellt. Es waren so 20 Minuten, habe ich gedacht, ich bin nur auf ein Tor. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen müssen. Wir haben da ein bisschen Stabilität verloren. Wir hätten da noch mehr dominant sein müssen, auch gegen den Ball zu arbeiten. Das hat mir dann nicht gefallen. Wir haben natürlich einen super ragenden Torwart. Da gibt es bei uns hier. So einen Torwart hat, glaube ich, bei München noch nie gehabt. Allein schon die Flankenbälle, die jeweiligen Situationen, auch beim Rückpass, wo er einmal retten musste, wo der Innenverteidiger zurückgespielt hat, also das kann er ganz stark gemacht. Ja, wie gesagt, das sind halt Situationen im Spiel, wo wir dann, das zeichnet die Mannschaft aus, dass sie natürlich dann weiter kämpft, nicht aufhört. Und dann Andy Rucht, oder ich hatte auch schon eine Entscheidung, ich wollte schon entscheiden, dass ich Mario Schmidt rausnehme, aber dann habe ich ihn Gott sei Dank noch drin gelassen und der macht dann diesen Strafstoß. Dass wir dann natürlich irgendwo diesen Strafstoß dann noch reingemacht haben. Dafür ist der Mario Schmidt natürlich auch ist er eiskalt und das freut mich natürlich auch. Wir haben vielleicht ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient gewonnen. Aber es ist halt so, wenn man oben steht, das ist halt jetzt so. Und wir haben natürlich jetzt eine schwere Woche vor uns, Pippinfried und dann auch Pullach. Aber trotzdem müssen weiter auf dem Boden bleiben, kein Tobabobo hier, dass das hier alles normal weiterläuft und dass alle schön locker bleiben. Alles klar, Dankeschön.